So, herzlich willkommen meine Grillungrin, zurück zu Toad Boy Elysium. Kleine Planänderung. Ich schaff's zeitlich nicht mehr, jetzt mit, also das ist jetzt mein Hauptaccount, ich schaff's zeitlich nicht mehr, Lagertha euch nochmal mit dem Hauptaccount näher zu bringen, aber ich denke, das habe ich gemacht. Ich würde nämlich noch gern zwei andere Charaktere spielen. Damit ihr sie mal seht, wie man die spielt oder wie man sie auch nicht spielt, je nachdem wie es läuft. Mit Lagertha lief's ja, also wirklich besser jetzt nicht laufen können. Und zwar zuerst mal, also das ist eben mein Hauptaccount, wo ich einen Haufen Karten habe, Level 30 und so, nicht, dass ihr euch wundert. Auf jeden Fall würde ich ganz gern so ein Rennen machen. So ein Rennen ist ein sehr starker Charakter, wie ich finde. Ein Angriff, 20 Verteidigung, okay. Wenn so ein Rennen jemanden tötet, beschwört sie einen Sun Attendant. Die haben einen Angriff, zwei Verteidigungen und haben eine Aktion mehr. Ihre Signature Card ist eben Draw Bow. Die verschafft ihr für eine Runde entweder Short Ranged. Und wenn man die ausgespielt hat, wird sie durch Draw Blade ersetzt. Und wenn man die einsetzt, kriegt man halt einen Angriff mehr. Aber nur für diesen Zug. Also entweder hat man dann einen Zug zum Beispiel Short Ranged oder man hat im nächsten Zug zwei Angriffe. Finde ich sehr cool. Ich würde gerne ein Mandatendeck machen. Sie. Warum habe ich da jetzt... genau. Die habe ich gerade noch erstellt. So. Mandat, draw a card, then this attacks your general. Packen wir jetzt mal rein, weil wir machen ein Mandatendeck. Da müssen wir auch alle Mandaten reinpacken. So, der ist sehr stark, sehr starker Mandat. Mandat bedeutet, wie ich schon mal erwähnt habe, glaube ich, wenn man diese Karte als Ziel verwendet von irgendwas, also zum Beispiel hier Herald Effect, Gift Target plus one health. Wenn du diese Karte nimmst dafür, dann wird dieser Effekt rankommen. Ich meine, selbst wenn er ihn einfach nur beschwört, hat er 1-3 und kostet nur 1. Von daher ist auch gut. Auf jeden Fall hier Mandat Gain Stun. Heavy Crossbowman. Schauen wir mal alles durch nach Mandat. Hier noch Mandat. Wunderbar. Was haben wir noch? Du bist ein Mandat. Wunderschön. Auch noch ein Mandat. Destroy target unit at the end of the turn. Irgendwie nice. Oh, das ist eine sehr starke Karte. I think whenever you target another ally, draw cavalry from your deck. Ja, das wird kein Cavalry Deck. Das heißt, der wird uns nicht viel helfen. When your general triggers last gasp, this switches sides to the enemy. Die Karte ist ein gewisses Risiko. Ich packe sie jetzt mal rein. Aber wir schauen mal. Den packe ich auf jeden Fall auch rein. So. Finde ich sehr stark. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Karten, mit denen man jemanden als Ziel nehmen kann. Attack gibt ein Health. At the end of your turn, if spin, deploy a short sword. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Also wir brauchen Mandate oder Karten, die jemanden als Ziel verwenden können. Am besten mit einem positiven Effekt natürlich. Das ist Movement. Daybreak. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein Movement-Deck mache. Aber das passt einfach zu so einem Rennen, finde ich persönlich nicht so gut. Target Enemy. Finde ich stark. Die finde ich einfach overpowered. Die packen wir rein. Oh ja. Es wird halt jetzt schon eher ein Deck, das sehr, sehr teuer wird. At the start of your turn, draw an additional card. Das ist eigentlich noch mächtiger. Ich glaube, dass wir das sogar, dass wir da sogar eher den wieder rausnehmen. Schauen wir gleich mal. Schauen wir mal, wie wir davon kommen. Wir brauchen auf jeden Fall was, was uns irgendwie ein bisschen... Stun everything with ranged. Genau, was uns Heilung bringt. Zum Beispiel sowas. Das brauchen wir auf jeden Fall, damit wir einfach einen guten Ausgleich haben. Return target unit to hand. Ja, das ist natürlich eine Zielkarte, aber...
hilft uns dann nichts. Die ist, glaube ich, noch ganz interessant. Die müssen wir fast reinpacken. Es gibt eigentlich so ein paar Karten, die müssen wir reinpacken. Campfire brauchen wir. Das ist eigentlich... die packen wir wieder raus. Nehmen wir lieber den hier mit. Trade brauchen wir. Das ist schon stark. Ferocity. Crossbowman. Ja. Lauter schöne Sachen. Die brauchen wir auch auf jeden Fall. Menace. Sehr, sehr starke Karte. Ich bin am Überlegen, ob wir Lubu wieder rausnehmen. Wir nehmen ihn wieder raus. Dafür bräuchten wir meiner Meinung nach noch andere Karten im Deck. Herald, give a target friendly unit +1/+1 ist eigentlich auch sehr stark. Ja, auch eine schöne Karte für Mandat-Deck. Ja, finde ich sogar noch besser als Ferocity. Weil so hast du gleich auch eine Karte auf dem... Also so beschwörst du ja gleichzeitig ein Monster. Wäre eigentlich auch interessant gewesen. Ich schaue jetzt bloß gerade irgendwie durch, ob noch irgendwas dabei ist, wo ich sage, oh ja, das muss es sein. Kann ja auch sein, dass wir nochmal alles ändern müssen. Ihr seht, ich habe hier einige Karten mehr. Ist halt auch... Das ist schon auch sehr, sehr mächtig. Take an extra turn after this one. Aber ich denke, wir sind ganz gut bestellt. Den will ich nicht wegtun. Der ist zu stark. Ich denke, wir lassen es jetzt einfach mal so. Kann sein, dass wir nach der ersten Runde oder so nochmal was ändern. Quests habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich kann auch hier kurz die Rewards zeigen. Also ich bin eben Stufe 30 mit dem Hauptaccount. Das sind meine einzigen Aufgaben, die noch übrig sind, sind halt jetzt doch eher teurere Aufgaben, längere Aufgaben. Eine sehr große Sammlung. Ich habe auch alle Generäle freigeschaltet. Wie gesagt, ich wollte eigentlich zu jedem Charakter wirklich ein Let's Play machen. Ich hoffe, dass wenn das Spiel wieder online kommt, dass man den Account behält. Bei Hearthstone, glaube ich, war es damals so. Ein Hearthstone-Vergleich? Ja, stellt euch vor. genau, aber ich... Das Ding ist, meine Freundin hat zwei Thumbnails vorbereitet. Bis so ein Ren und Marie Antoinette. Und die will ich euch einfach nicht entgehen lassen. Die müssen einfach rein. Deswegen spiele ich heute noch die zwei, also ich mache noch zwei Aufnahmen. Mehr schaffe ich heute zeitlich leider einfach nicht. Es tut mir echt mega leid, ich finde es auch voll schade, weil das Spiel viel Potenzial hat. Allerdings werdet ihr dann quasi noch weiterhin mit Content von dem Spiel gefüttert, während es erstmal down ist. Es kommt ja wieder, es wird ja safe wiederkommen. Aber es ist dann erstmal weg. Und das heißt, ihr kriegt trotzdem Content zum Spiel. Vielleicht kann ich euch ein bisschen Heißhunger bereiten drauf. Ich hab Bock. Ich wäre sehr enttäuscht davon, wenn das Spiel dann einfach zurück... Wenn die Accounts zurückgesetzt werden. Da wäre ich wirklich, muss ich sagen, das wäre unangenehm. So. Man merkt, dass es einen Tag vor Ende der Beta ist. Weil es finden sich kaum noch Leute. Jawohl, Creating Connection. Sollten wir auch schauen, dass wir die wenigen Spiele, die wir machen, gewinnen, ne? Setting up Battle. We'll kill them all. Okay, Lagatan. Also ein Aggro-Deck. Wird interessant. So, wir nehmen auf jeden Fall dich mit. Dich. Ja, auf die könnten wir auf jeden Fall verzichten, wenn es drauf ankommt. Ich pick grad auf, dass wir noch gar nicht so viele Mandatskarten drin haben. Machen wir mal erst ein Minion-Deck. Und versuchen, Lagatha anfangs aufzuhalten. Haben wir irgendwas? Nichts Cooles. Okay, schade.
Sparrow Rank, okay, ein Neuling. Ja, okay. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Wir beschwören den Kurt Eunuch. Dann spiele ich die noch aus. Und lass uns noch eine Karte ziehen. Der greift uns jetzt an. Wir kriegen einen Schaden. Okay, dafür ziehen wir eine Karte. Das soll mir recht sein. Solange der nur einen Angriff hat, ist das kein Problem. Es geht ja auch darum, schnell Karten zu ziehen. Ist man da zu gut für sie? Oder wäre es doch eher Chongkui? Weil der hat halt mehr Leben. Der hat 30 Leben. Okay, er beschwört ihn aber hinten. Wahrscheinlich mit dem Gedanken. Ich weiß nicht mit welchem Gedanken, um ehrlich zu sein. Interessant, was er macht. Er greift ihn an. Und er sieht aus irgendeinem Grund eine Gefahr in ihm. Ist interessant. So, wir machen jetzt hier den Bowman und töten ihn damit. Weil wir kriegen den Sun Attendant dadurch. Man darf natürlich niemals unterschätzen, wie viel Karten kennt jeder, worin sieht er eine Gefahr. Weil im Prinzip, also dieser Eunuch, der hat einen Angriff. Umso höher ich den Angriff von dem pushe, umso gefährlicher wird es ja für mich selbst, weil der greift mich ja immer an. So, jetzt verschwendet sogar die Karte drauf. Ui. Den können wir gleich nächste Runde einsetzen. Ah. Auf jeden Fall machen wir dich. Genau. So. Gleich mal schön Einheiten beschwören. Das Board controllen, ganz wichtig. Nächste Runde ist schon wieder Daybreak. Alter, ging schnell. Okay. Er beschwört alles, was er hat. Er geht voll auf Fresse. Signature Card werde ich benutzen können. Aber er hat zumindest verstanden, worum es bei Lagata geht. Okay, 4. So, wir nehmen dich auf jeden Fall mit. Dich auch wieder. Ja, ich denke, das war. Auf jeden Fall jetzt stärkere Karten. Menace müssen wir eigentlich immer mitnehmen. Gut. Hat der Flanking? Ja. Okay, wir bringen erstmal dich um. Dann nehmen wir dich noch mit. Dann beschwören wir den Kavalleristen und greifen noch an. Ja, das ist immer dieses Game mit Lagata, weißt du? Jetzt kannst du natürlich voll... Also entweder geht's jetzt voll auf mich. Sie hat halt keine Karten auf der Hand. Sie muss immer sich uns irgendwie unterwerfen. So, genau, sie geht jetzt darauf. Mit ihm wahrscheinlich. Nein, mit dem Bogenschützen geht's ja nicht. Das geht ja nicht. Aber sie hat nochmal einen Pfeil gezogen. Ja. Ich kenne, also... Ich kann mir die Karten manchmal ganz gut merken, deswegen. Aber mit ihr kann sie nicht angreifen, aber es ist ihr wurscht. Wir verlieren sehr, sehr, sehr viel Leben und das ist nicht gut.
Also er wird uns jetzt auf die 6 Lebenspunkte runterspielen. Interessant. Interessant, damit habe ich jetzt gar nicht so sehr gerechnet. Gain Stun. Ich glaube, der bleibt dauerhaft, der Stun. Ich bin gespannt, was er jetzt vorhat. Er hat natürlich den Vorteil, dass er uns auf 6 runtergespielt hat. Zuerst. Er wird richtig auf Volldamage gehen, oder? Oder versucht er die... Ich würde an seiner Stelle jetzt voll auf meinen Hero gehen. Ich würde an seiner Stelle voll auf meinen Hero gehen. Macht auch, okay, ja. Macht er gut. Ist auch weg, ja, macht er auch gut. Er wird jetzt 3 Karten ziehen. 3 Stück. Erstmal schiebe ich dich nach vorn. Und in diesen 3 Karten muss nur irgendwas drin sein, was uns 2 Schaden machen kann. So, genau. Er verschafft jetzt ihm noch einen zusätzlichen Zug. Wir haben das Board jetzt für uns. Und wenn er es nicht schafft, uns jetzt zu töten, dann hat er meiner Meinung nach verloren. Ja, brauchen wir nicht mehr groß auswählen, weil das hängt jetzt eh vom nächsten Zug ab. Es hängt voll vom nächsten Zug. Aber an sich funktioniert das Deck, finde ich, ganz schön. Okay, wir haben verloren. Ja, er hat den Raid, er hat den Pillage. Das Deck funktioniert an sich sehr schön. Ich glaube, ich hätte mich früher zurückziehen müssen. Aber an sich hat es gut funktioniert. Ich möchte bloß eventuell eine Karte austauschen, die mir einfach nicht sehr viel gibt. Und zwar Ambush. Ich weiß nicht, ich werde mit der Karte nicht warm. Vielleicht dafür noch irgendwie... Und das Damage ist... Irgendwas Nettes. Ja, diese Rekruten sind halt auch so... Und es soll nicht zu teuer sein. Also es soll irgendwas mit 1 oder 2 sein am besten. Ja, der Shortsword einfach. Er wird's schon tun, gell? Passt zwar so vom Look her gar nicht. Gar nicht rein. Aber ist eine 2-2er-Karte, die eine Karte verschiebt und den Mandateneffekt auslöst. Von daher würde ich sagen, wir probieren es.